Ja, Geparden-Bären. Jetzt kann ich dir auch erzählen, was das älteste Brettspiel der Welt ist. Ich bin mir sicher, dass der Geparden-Bär sich sehr darüber als Geburtstagsgeschenk freuen würde. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Schieß los! Sehr gerne. Also, das älteste Brettspiel der Welt stammt aus dem alten Ägypten. Und zwar aus der Zeit um 3200 bis 3300 Jahre vor Christus. Dieses Spiel nennt man Senet. Das siehst du hier. Sieht recht kompakt aus, nicht wahr? Übersetzt bedeutet Senet so viel wie passieren oder durchschreiten. Besonders die reicheren Leute in Ägypten haben es damals gerne und oft gespielt. Bis etwa 300 Jahre nach Christus wurde es noch sehr oft gespielt und ist mit dem Mensch ärgere dich nicht Spiel sehr ähnlich. Aber heutzutage kann man es natürlich immer noch spielen, ne? Davon ab. Das Senet-Spiel besteht aus einem Spielbrett, Spielfiguren und Zählknochen, den Vorgängern der Würfel quasi. Insgesamt hat das Spielbrett 30 Spielfelder, je 10 in einer Reihe. Das Spiel selbst kann aus den verschiedensten Materialien wie Holz oder Stein oder sonst was bestehen und hat unterschiedliche Formen und Farben. Das Spiel ist für 2 Spieler gedacht und startet vom Feld der Geburt aus. Das Ziel ist das Feld mit dem Haus des Guten und wer trotz unterschiedlicher Überraschungen oder Fallen am Ende als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Das Spiel diente im alten Ägypten jedoch nicht nur zur Unterhaltung, sondern hatte auch eine religiöse Bedeutung. Die Verzierungen an den Seiten des Spiels erzählten in Hieroglyphen viele Geschichten bezüglich des Glaubens an die verschiedenen ägyptischen Gottheiten. So wurde Kindern die Religion spielend beigebracht und den Erwachsenen immer wieder stark verdeutlicht. Schon clever, oder? Viele ägyptische Pharaonen spielten dieses aufregende und besondere Spiel. Unter anderem auch der berühmte Pharao Tutanchamun. So, das war es jetzt von mir über das Brettspiel Senet. Das war auch wieder spannend und interessant. Danke, Luzi. Was machst du jetzt noch so? Nun, ich bin auf dem Weg nach Duisburg, also werde ich jetzt weiterreisen. Oh, alles klar. Wenn du magst, begleite ich dich dann aus dem Blumenmoor raus. Aber wenn du nach Duisburg willst, nimmst du doch bestimmt die Abkürzung über den Bergpass, oder? Ja, das hatte ich eigentlich vor. Wieso? Dann könntest du ja vielleicht so nett sein und das Glücksschwein zum Geburtstag vom Gepardenbär einladen. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, wenn du Lust und Zeit hast. Lust schon, aber Zeit nicht. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg nach Duisburg. Dort wartet mein Bruder Jack auf mich. Alles gut. Na dann vielleicht ein anderes Mal. Gerne. Wo am Bergpass lebt denn das Glücksschwein? Direkt auf dem Hauptweg durch die Berge wirst du irgendwann an einer Holzhütte vorbeikommen. Dort wohnt es. Das wirst du schon nicht verfehlen können, Luzi. Alles klar, dann begleite mich hier mal aus dem Moor raus. Mach ich, folge mir.